Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ark Survival Ascended. Ja, es gab irgendwie ein kleines Ark-Event, wo ein paar Daten und Fakten rausgekommen sind und eine Roadmap. Ich muss mal sagen, es hat sich so angefühlt, so halbwegs wie ein Schlag ins Gesicht. Können wir gleich aber ins Detail gehen. Wir sind ja beim letzten Mal rausgeflogen. Oh, weil das Spiel abgestürzt ist, und zwar... Hallo? Und zwar in dem Moment, wo wir ihn hier gezähmt hatten. Das Gute ist, die Map, die wir aufgedeckt hatten, bleibt aufgedeckt. Aber alles, was wir nachdem hier betäubt von diesem Saurier erlebt haben, ist weg. Ist ein bisschen sehr schade. Dumm gelaufen. Wir könnten... jetzt einfach, das ganz, weil wir gerade gut on Tour sind, können wir hier den schwarzen Fleck nochmal mit abarbeiten. Also einfach stumpf nach Süden und glücklich sein. Als ob. Ah ja, wir können das ja einfach mal probieren. Wir lassen ihn hier liegen. Wir wissen ja, dass er da ist. Ich hatte jetzt auch in den Kommentaren einmal den Hinweis wegen... dem Metall, dass es nicht nachspawnt bei mir mit dem Teleporter. Da gibt es eine Einstellung, da die Reichweite der hier Ressourcen respawnt. Und die hatte ich damals auf meinem Server auch. Ich wusste eigentlich, dass es diese Einstellung gibt. Ich wusste jetzt nur nicht genau, ob es die hier auch gibt und wie sie heißt. Aber jetzt, nachdem ich den Hinweis hatte, dass es sie hier gibt, ist man da. Habe ich mal durchgewühlt in den Einstellungen. Unter den erweiterten Einstellungen World habe ich es dann auch gefunden. Glaube ich, das ist das Richtige. Ist doch gar nicht so viel los. Ah, und es fehlen natürlich auch ein paar Bonus-Hitten jetzt dadurch, dass wir quasi zurückgesetzt wurden. Na egal, also ich habe die Anstellung gefunden. Ich hoffe, ich habe sie in die richtige Richtung korrigiert. Und dann dürfte der Metallspot eigentlich auch bald funktionieren, trotz Teleporter dran. Gott, ich muss auch kurz wieder atmen. Ich bin am Kränkeln nebenbei. Es ist, aber ich habe Bock zu spielen, also... Scheiß aufs Kränkeln, solange ich noch reden kann. So. Zu der Roadmap. Und... Moment. Atmen. Es geht gleich los, es geht gleich los. Hier war der Tyrannosaurus, den ich natürlich niemals gesehen habe und nicht weiß, dass er da ist und entsprechend auch nicht auf die Idee kommen werde, ihn zu zähmen. So. Ich hatte ja von vornherein gesagt gehabt, dass die Island nicht so meine Map ist. Ich glaube, das habe ich ja schon viel zu oft erwähnt. Sorry dafür. Tja, dumm gelaufen für dich, Katze, ne? Dumm gelaufen für dich, Hund. Und dass ich mich sehr darauf freue, Scorched Earth zu spielen. Ah. Das Scorched Earth. Ich mach mal kurz das Spiel ein bisschen leiser, doch. Oder passt das? Vielleicht mache ich einfach mal den Headset leiser. Dass ich so richtig Bock habe, Scorched Earth zu machen und jetzt hier die Island eigentlich nur mitgemacht habe, um einmal die ganzen neuen Sachen von Survival Ascended kennenzulernen. Neue Mechaniken, die Grafik, Performance, dass ich einfach ein bisschen reinkomme in die ganze Logik. Und Scorched Earth sollte ja dieses Jahr noch rauskommen. Bis zu dem typischen Wildcard? Wildcard-Entwickler? Ja, aber der typische Ark-Moment.
sie haben es nur wieder nach hinten geschoben. Wie eigentlich immer. Egal was es ist, es wird immer nach hinten geschoben bei Ark. Aber ich weiß gar nicht, wie oft sie Survival Ascent hier verschoben haben. Und Ark 2 haben sie ja auch schon verschoben. Das ist ja irgendwie, gehört bei denen zum guten Ton. Aber Scorched Earth, das hat sich so angefühlt, als wenn sie es ernst meinen, weil sie haben das Spiel jetzt released, dass Scorched Earth bis dahin auch klappt. Ja. Wurde korrigiert auf März 2024. Stand jetzt. Das kann ja sein, dass sich das nochmal ändert. Natürlich nach hinten, nicht unbedingt nach vorne. Halte ich zumindest für unwahrscheinlich. So, kurz aufräumen. Ich muss noch was essen, oder? Das hat auch ein paar Level mehr, wenn ich mich recht erinnere. Ancest? Was ist das denn? Ach so, die Abstammung. Ach so. So. Wie wär's mit mehr Schaden? Komm, mach die 700% voll? Gut. Guter Tylakoleo. Guter Tylakoleo. So. Und wie gesagt, das wurde jetzt halt massiv nach hinten korrigiert. Bin ich jetzt semi-begeistert von. Wird da gerade ein Pferd von einem Haufen Terrorbirds verfolgt? Ah, 95er. Lass mal. So. Und das heißt jetzt für mich auf ganz deutlich Klartext, ich werde nicht so lange The Island spielen, bis Scorched Earth raus ist. Da habe ich aber keine Lust zu. Also wir werden uns hier jetzt noch ganz gemütlich umgucken. Vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zähmen und eine Unterwassertour machen. Vielleicht gönnen wir uns auch nochmal eine Unterwassertour. Nein, wir gönnen uns definitiv eine Unterwassertour. Ich weiß halt nur nicht, wie großzügig sie wird. Na? Ja. Und vielleicht gucken wir uns auch eine Höhle an oder ähnliches. Die würde ich mir dann tatsächlich aber einmal raussuchen. Da ist wieder mein Grundproblem, was die Map angeht. Ich habe keine so große Lust, die Map ins allergrößte Detail zu erforschen. Ich fühle mich einfach nicht wohl genug hier dabei. Hey, sag mal. Geh weg. Geh sterben. Ich wollte mein Inventar hier aufräumen und nicht einfach nur was essen, oder? Ich habe so viele Sachen dabei. Machen wir die mal weg. Ich könnte ein paar Fleischstecks wegwerfen. Ich kriege ja eh genug neu. Oh, ich könnte selber mal Fleisch essen. Obwohl, ich habe hier auch noch das gute Zeug. Oh. Hier aus dem Anfang. So. Map. Wir laufen auf jeden Fall richtig. Ist das hier so Dschungel, oder? So vom Gefühl her. Ah, ist Dschungel. Wasser. Mikroraptor. Ja. Mal kurz abwarten. Tylakoleo regelt. Hast du fertig geregelt? Hast du gut gemacht. Danke. Ach, Mistviecher. Am allerschlimmsten sind sie eigentlich, wenn man am Anfang von so einem Spielstand auf sie stößt und auf Moshops reitet. Dann wird man von so einem Ding von Moshops runtergerissen und der Moshops guckt doof zu, während man umgebracht wird. Hast du wieder einer, oder? Treffer! Oh, da oben ist noch ein paar Ionix. Wer will? 60. Ignorieren. Und natürlich werden wir auch noch ein bisschen am Haus weiterbauen. Aber auch sowas zum Beispiel wie ein Projekt Gewächshaus.
bin ich mir nicht ganz sicher. Ich stecke immer recht viel Zeit und Liebe in meine Gewächshäuser. Ich glaube nicht, dass ich das hier so tun werde. Aber wir werden trotzdem ein kleines Gewächshaus noch mit bauen, damit ich einmal gucken kann, ob sich die, also falls und wie sich die Bewässerungsmechanik geändert hat. Das ist so, also wir müssen, also zumindest ein kleines muss ich mal bauen, um einfach mal zu schauen. Oh. Ach, das ist schon wieder. Um einfach mal zu schauen, wie sich das hier verhält. Können wir ja spätestens bei Scorched Earth nochmal ein schönes Gewächshaus draus bauen. Ein bisschen anstrengend gerade dieses Schmerzensschrei von dem Dödikurus, auf dem da gerade so ein Kano rumgekaut hat. Mag ich ja immer nicht so gerne. So, Vulkan. Metall. Ja, spült fürs Metall. Ich kann es jetzt eh nicht mitnehmen. Gewichtstechnisch habe ich da meine Grenzen erreicht, würde ich mal behaupten. Aber übrigens, bei diesem Event, da war jetzt nicht alles. Da will mich die Katze umbringen. Du hast ein Herz. Wo ist dein Freund? Na? Huh? Jetzt ist er weg. Ich hätte es besiegt am Leben gelassen, ja? Du bist Sau! Zur Strafe lasse ich deine Leiche einfach liegen, ohne sie zu verwerten. So, das hast du nur davon. Als wenn dich das noch interessiert. Und zwar wurde das Winterwunderland bestätigt. Scheinbar sogar mit Neuerungen, aka Krampus. Bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt nicht genauer nachgelesen oder ähnliches. Ich weiß nicht mal, ob das genauer beschrieben wurde oder nicht. Aber für mich wichtige Information, das Winterwunderland wurde bestätigt. Das ist so, yay, das ist geil, da habe ich Bock drauf. Das müssen wir natürlich dann leider hier noch mitmachen. Was heißt hier leider? Weihnachten ist ja irgendwie in ein paar Wochen. So, das war immer von Weihnachten bis Silvester oder irgendwie so ist das immer gewesen, glaube ich. Wir werden sehen. Auf der Roadmap wurden auch alle anderen DLCs mittlerweile soweit angekündigt. Und jetzt kommt ein neues DLC. Ist mitten zwischen dabei. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist. Auch da, wie gesagt, ich habe gar nicht nachgelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das gesagt haben oder nicht. Es könnten neue Maps sein. Es könnten irgendein neuer Spielmodus sein. Irgendwie sowas. Aber laut Roadmap... Sind die noch offen? Nee, wahrscheinlich nicht. Laut Roadmap soll Survival Ascended ein DLC mehr bekommen als Survival Evolved. Was natürlich in den meisten Fällen eine Map ist. Also die, eigentlich sind glaube ich fast alle DLCs hier Maps. Die einzige Ausnahme war glaube ich mal dieses Survival of the Fittest, aber... Hey! Leute! Nein, ich konnte ihn nicht retten! So, haben wir's? Du hier so ein Mikroraptor. Ich kämpfe gegen so einen Allosaurus und er springt da einfach rein. Halte ich für kein kluges Verhalten. Ich kann nicht absteigen. Oh, hatte ich das nicht schon mal? Ich speichere mal. Jetzt geht's. Okay.
Oh, ich wollte hier mal reingucken. Wohnen hier von dem Bronto? Allosaurier gehört? Okay, okay. Inventar ist echt ein bisschen doof hier. Hä, ich habe sehr viel, was ich rausschmeißen könnte, aber ich will es einfach nicht. Ah, das ist schon bitter. Oh, Metallspikes weg. Oh. Das wäre auch noch gelb, was unser Gewicht angeht, aber das ist okay für mich. No map. Oh! Oh, noch ein hübscher. Und ein schwacher. Nee. Nee. Wäre jetzt hübsch und stark. Den hätte ich mitgenommen. Du bist ja auch geil mit deinem Rosa. Leute. Nö. Nö, nö, nö. Habe ich die Aufnahme überhaupt gestartet? Oh Gott, ja. Gerade aufgrund der Erkältung auch ein bisschen durch den Wind. Aber egal. Das wird schon wieder. So, ich könnte hier nochmal ein bisschen Fleisch zusammen verfüttern. Haben wir auch ein bisschen Gewicht gespart. So ein Stack, da haben wir schon mal 4 Gewicht gespart. Und wenn ich das doch mit dem zweiten mache, haben wir schon mal 8 Gewicht gespart. Gut, die ich aber auch gleich wieder reinnehme. Nein, ich esse dich nicht. Nein, vom Symbol her haben wir jetzt irgendwo ein Waisenkind. Egal. Ich kann nicht jeden Waisen mitnehmen. Ich habe schon viel zu viele davon zu Hause. Auch wenn ich das Feature echt geil finde, aber ich kann nicht jeden mitnehmen. Ich kann sie nicht alle retten. Na, Schlange? Klang gerade so. Ich mach mit! Oh. Oh. Sei stark! Sei stark! Wir haben schon genug Raptoren. Obwohl, Raptoren kann man nie genug haben, aber... Ah, Spiel! So. Da, da, da. Da war nix. Ah, ich muss meine Winter aufräumen. Ein Stack Pelz. Brauche ich mein Pelz? Ah, zum Reparieren meiner super coolen Pelzkleidung wäre das cool. Was brauche ich denn nicht? Ich brauche nicht 5000 Leder. Okay, eigentlich schon. Ah, hier. Ihr merkt, es fällt mir echt schwer, mich von Dingen zu trennen. Furchtbar schwer. Oh, Map. Wir sind genau da, wo wir noch nicht waren. Sehr gut. Dann lasst uns das mal genießen hier. Nochmal ein schickes Bildchen. Ah, hier in meinem Gidi-Oberteil ist das wirklich gut, oder? Hat was. Parasaurus umgebracht.
sollte mich was schämen. Schämen sollte ich mich. Ha, meine Stimme kommt langsam gut. Ha, hat ja nur lange genug gedauert. Fühlt sich nicht mal komisch an zu reden. Zumindest zum Großteil nicht mehr. Oh. Oh. Muss aufpassen, wo ich hier hinspringe. Speicher mal wieder. Dann müsst ihr aber gleich mal wieder irgendwo auf Strand treffen. Glaube ich. Ach, ist das nicht die Landzunge, wo wir die Triceratops gesehen hatten, wo ich einen versucht habe umzubringen? Damit ich das Kind adoptieren kann und der zweite zur Hilfe kam. Ob die noch da sind? Einfach aus Prinzip. Jetzt bin ich neugierig. Ich glaube, das waren 90er und ein 20er. Als wenn es gestern wäre. Dreckige Möwen. Müsste gleich losgehen. Also ich kann mich auch komplett vertun. Aber das kommt mir doch furchtbar bekannt vor hier. Na! Ah. Na? 20er? Mit Kind? Ah! Ja! Yeah. Und das andere war, glaube ich, ein 90er. Auch mit Kind. 95 sogar. Bam! Gedächtnis! Woo! Ja, ich. Ja, 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 ja! Ich lasse jetzt mal Ruhe. Aha! Okay, das macht mich jetzt gerade schon wieder sehr glücklich. Gedächtnis, gutes Gedächtnis. Und zurück. Wir müssen noch ein bisschen Land erforschen. Haie. Ach komm. Ich habe übrigens ein ähnliches Gefühl wie auf Fjordo, was mich total angenervt hat. Ich finde, es gibt zu viele Haie. Viel zu viele Haie. Die nerven mich richtig von ihrer Anzahl. Wo jetzt hier geht noch, ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung damit gemacht, aber zum Beispiel Fjordur war ja richtig zum Kotzen. Sogar bei uns vor der Haustür. Wenn ihr euch erinnert. Für diejenigen, die mit dabei waren, sagen wir mal so. Ey, du kommst hier nicht weg, klar? Oh, blöde Sau. Ich sollte nicht so viel fluchen. Mann! Echt jetzt? Gut. Wenn du was willst, alles gut. Die loote ich jetzt aber nicht nochmal extra. Oh. Na? Ernsthaft? Ist auch noch Piranhas? Habt ihr sonst nichts zu tun? Wow. Also ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber passt schon.
Vom Argentavis-Krallen kann ich loswerden. Was habe ich hier? Erhöhtes Craft Speed, Movement Speed. Oh, geht das auch für meinen Thylakoleo? Ne, der kann das nicht essen. Naja, ist okay. Aber du machst es haltbar. Und es wiegt ja nicht so viel. Los, weiter. Map. Da lang. Mal wieder speichern. Ich habe heute noch nicht einen einzigen Lootstrahl mitgenommen, oder? Was ist denn da los? Spiel! Man möge mir meinen Lootstrahl geben! Das wäre jetzt erst auf. Also, das geht ja mal gar nicht. Mal gucken. Ist aber noch neblig, jetzt kann ich nicht mal welche sehen. Also. Nee. Das ist inakzeptabel. Oh. Ist das ein Versöhnungsgeschenk? Und zwei, ne? 75er. Und ein 5er. Nö. Tockt nicht. Ameisen. Geht nicht auf die Nerven. Oh, ich hab da oben einen ganz kleinen schwarzen Fleck allein gelassen. So, ich muss einen ganz kleinen schwarzen Fleck von der Map beseitigen. Noch. Der ist so klein, dass er so unwichtig ist, dass ich es noch viel schlimmer finde, wenn ich ihn nicht mitnehme. Sumpf! Gut, so. Habe ich natürlich gar keinen Bock. Was mache ich für da alles? Level up? Hier, wie wär's mit ein bisschen Gewicht? Das ist so ein Kinder. Oh, vernichten wir noch mal kurz ein bisschen Fleisch. Gut, vernichten können wir noch mal Fisch. Und Fleisch. Oh. Oh, der schwarze Fleck ist beseitigt und hier ist ekelhafter Sumpf. Nee, nee. Frosch. Hat sich mal ein Frosch ein Bild zum... Ja, hatte ich. Genesis 1, glaube ich. Habe ich mir mal einen Frosch gegönnt. War eigentlich ganz witzig. Oder was, Fjordur? Okay, keine Ahnung. Aber ich glaube, einmal in meinem Leben hatte ich sogar schon so einen Frosch. Ah, oh, ich höre sie schon wieder. Komische Ameisen. Tapajara da oben? Oh, hübsch, Spino. Ich bring dich jetzt einfach mal um, ist das okay? Mal mit Level 20 hat dein Leben doch eh keinen Sinn mehr. Oder? Ja, hab ich mir gedacht. War hier auch nix? Nee, Igor. Raptoren. Hier, lass den Paar in Ruhe. Und jetzt hab ich ihn umgebracht. Ja, ist okay. Gehen wir erstmal nach rechts. Eigentlich muss ich mal gucken, ob wir nochmal einen Strahl mitnehmen können irgendwo. Das wäre mir noch so relativ wichtig.
danach können wir ja relativ direkt nach Hause gehen oder ich wechsle in die nächste Folge und dann sind wir zu Hause. Das können wir uns ja gleich nochmal überlegen. Oh, rote Obelisk. War das schon mal dran? Nee, ne? Machen wir jetzt auch nicht. Wir laufen einfach ein bisschen weiter. Map erkunden. Also aufdecken. Moin! Hallöchen! So, hat. Level 10. Bleib ein jämmerlicher Weise. Ja, wir haben noch einen ganz großen weißen schwarzen Fleck auf der Map vor uns. Auf dem Weg nach Hause. Den können wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Ich müsste die To-Do-Liste, die ich am Anfang der Folge erwähnt habe, vielleicht irgendwo auch mal aufschreiben. Damit ich immer so Punkte habe, an denen ich mich orientieren kann. So, habe ich jetzt hier unten weg, die schwarzen? Genau. Krieg ich noch einen Lootstreif vom Spiel? Sind die nur mit Hut zu sehen? Nee, ne? Ich sehe wirklich keinen einzigen. Hä? Okay. Hab ich was nicht mitbekommen? Also, mal von dem Punkt abgesehen, dass ich jetzt noch keinen Lootstrahl gelootet habe heute. Das ist ja mal durchaus in Ordnung, wenn man abgelenkt ist, aber wieso? Sehe ich nicht einen einzigen. Ist das gerade ein ganz blöder Zufall oder sind die aus? Es könnte ein Höhleingang sein, nur wie das aussieht. Hier mal über die Map. Die ist ein. Oh! Bist du mal ein 100er? 7. Die würde ich richtig mit einem Pfeil betäubt. Weiß ich nicht, ich bräuchte zwei Pfeile. Ah, da vorne! Ein blauer Strahl! Ha! Sie sind doch noch existent! Aber der ist ja noch nicht unten, oder? Mal gucken, wir gucken mal. Wenn er schon unten ist, nehmen wir ihn mit. Beziehungsweise, dass er kurz vor unten ist. Wenn er noch ganz weit da oben ist, was ich gerade befürchte. Wenn wir den jetzt heute nicht mehr mitnehmen. Oh, rechts ist ein Marionix im Wasser. Na? Level 2. Wow. Ja, da oben. Er braucht noch sehr lange, bis er hier unten ist. Gut, dann warte ich das hier einfach ab und dann starten wir die nächste Folge, wenn es mir nicht zwischendurch abstürzt mit dem Looten dieses Lootstrahls. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Wenn es gefallen hat, wie immer, lasst super gerne eine Bewertung da. Und falls ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, was wir nochmal machen können, einfach mit in die Kommentare. Also Bosse werde ich nicht machen. Definitiv nicht. Ein paar anderen Sachen würde ich nochmal drüber nachdenken. Aber wenn ihr auch irgendwas noch habt, gerne mal mit in die Kommentare. Dann können wir bald mal so eine finale To-Do-Liste abarbeiten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.